Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lassen Sie mich mit einer Vorbemerkung beginnen. Herr Krischer, es ist nicht in Ordnung, wenn Sie heute hier zum wiederholten Male zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte zusammenmischen und versuchen, einen Gesamtzusammenhang herzustellen. Sie haben heute zum wiederholten Male hier vor diesem Hohen Haus die kriminelle Energie, die im VW-Konzern dazu geführt hat, dass in betrügerischer Absicht Software eingesetzt wurde, die Ergebnisse verändert hat, in einen Topf geworfen mit dem Ausnutzen von Regelungslücken, so wie die Kollegin Lühmer das gerade dargestellt hat. Das ist schlicht unseriös. Das gehört sich nicht, dass kriminelle Machenschaften mit einem anderen Sachverhalt vermischt werden. Damit haben Sie eigentlich schon offenbart, worum es Ihnen eigentlich geht. Es geht Ihnen nicht um Aufklärung, sondern es geht Ihnen am Ende darum, eine ganze Branche in Misskredit zu bringen. Es geht Ihnen darum, einen Feldzug gegen das Automobil fortzusetzen. Und es geht Ihnen eben nicht um Aufklärung. Es geht Ihnen nicht um Verbesserung der Situation. Diese politische Absicht ist heute hier noch mal offenbar geworden. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich will sagen, dass wir in der Tat vollstes Vertrauen in die Arbeit des Bundesverkehrsministeriums und des Bundesverkehrsministers, aber auch in die Arbeit der nachgeordneten Behörden haben. Und dieses Vertrauen begründet sich im bisherigen Umgang mit dieser Angelegenheit, die in einem Untersuchungsausschuss in den nächsten Monaten näher beleuchtet werden soll. Bundesminister Dobrindt hat besonnen, angemessen, konsequent, zügig reagiert, genauso wie wir das erwartet haben. Er hat eben nicht in Panikmache gemacht. Er hat nicht so, wie Sie das machen, skandalisiert, sondern er hat in der richtigen Reihenfolge aufgeklärt, bewertet und Konsequenzen gezogen. So geht seriöse Politik, und das unterscheidet ihn von Ihnen. Unmittelbar nach Bekanntwerden, Frau Kollegin Künast, ist eine Untersuchungskommission eingesetzt worden, die insgesamt 53 Mal getagt hat. Ergebnisse sind nach wenigen Monaten präsentiert worden, anders als im Übrigen zu Ihrer Zeit, als Sie auf den ADAC-Artikel als Bundesumweltministerin nicht reagiert haben. Darum freuen wir uns wahrscheinlich dann auch, Sie im Untersuchungsausschuss begrüßen zu dürfen. Denn Sie waren ja damals mit in der Regierung, als das vorgetragen wurde, was Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion offenbar zum Gegenstand des Untersuchungsausschusses machen wollen. Herr Kollege Wittke, ich muss Sie fragen, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Krischer? Nein, Frau Präsidentin, ich möchte gerne im Zusammenhang vortragen. Vielen Gut, Dank. Danke. Das Kraftfahrtbundesamt ist angewiesen worden, alle relevanten Fahrzeuge der Euro 5 und Euro 6 Klasse auf unzulässige Abschalteinrichtungen zu untersuchen. Das Ergebnis ist Ihnen allen bekannt. Kein anderer Hersteller hat in betrügerischer Absicht Software manipuliert, so wie es im VW-Konzern vorgekommen ist. Und das ist ein Fakt, an dem Sie nicht vorbeikommen, auch wenn es Ihnen nicht schmeckt. Es ist ein Fakt. Aber es ist auch richtig, die sogenannten Thermofenster sind genutzt worden, sind weit ausgelegt worden, sodass als erstes Ergebnis, als erste Konsequenz aus den Untersuchungen insgesamt 630.000 Fahrzeuge deutscher Hersteller, nämlich von Audi, von Opel, von Porsche, von Mercedes, von VW zurückgerufen werden und neu eingestellt werden, sodass dieser Ermessensspielraum, der breit ausgelegt wurde, künftig deutlich eingeengt wurde und wir somit real zu einer Verbesserung der Situation kommen. Auch das können Sie doch nicht leugnen. Hier geht es nicht um zukünftige Fahrzeuge, sondern hier geht es um die Fahrzeuge, die heute schon im Verkehr sind. Und da wird es in den nächsten Wochen und Monaten eine Verbesserung der Abgassituation geben. Und wichtig, nicht nur die 630.000 Fahrzeuge deutscher Hersteller, sondern auch ausländische Hersteller haben ihre Bereitschaft angekündigt, genauso zu verfahren. Denn nicht nur deutsche Hersteller sind betroffen, sondern ganz genauso französische Hersteller, italienische Hersteller und andere. Nur dass die Zulassungsbehörden eben nicht in Deutschland sitzen, sodass nicht direkt Einfluss genommen werden kann. Das heißt, wir werden am Ende bei weit über 1 Million Autos zu einer deutlichen Verbesserung kommen, als Konsequenz aus dem Handeln des Bundesverkehrsministers. Und dafür, Herr Dobrindt, möchten wir an dieser Stelle herzlich Danke sagen. Das ist eine erste messbare Konsequenz aus diesem Skandal. Ich will aber auch noch mal darauf hinweisen, dass dieser Untersuchungsausschuss, und den Eindruck sollten wir nicht erwecken, nicht alle Probleme wird beseitigen können. Es wird weiterhin strafrechtliche Untersuchungen geben müssen. Nicht umsonst ermittelt ja die Staatsanwaltschaft derzeit gegen 17 Mitarbeiter im weiteren Umfeld des VW-Konzerns. Da gehört das auch hin.
Denn wer gegen Recht verstößt, muss in einem Rechtsstaat von der Justiz, von den Strafverfolgungsbehörden belangt werden. Das kann nicht Aufgabe eines Untersuchungsausschusses sein. Und darum ist es gut, dass die Justiz tätig geworden ist. Darum ist es gut, dass wir auch da in den nächsten Monaten wichtige Ergebnisse bekommen werden, die sicherlich auch zu weiteren Konsequenzen führen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber es wird auch einen Handlungsbedarf auf europäischer Ebene geben. Auch das hat die Debatte bisher gezeigt. Wir sind froh darüber, dass das Bundesverkehrsministerium und Minister Dobrindt angekündigt haben, dass bei der Europäischen Union darauf gedrängt werden soll, dass künftig strengere Maßstäbe gelten sollen, dass es strengere Untersuchungen geben soll, und zwar nicht nur bei der Typenzulassung, sondern auch im weiteren Verfahren, auch dann, wenn Autos beispielsweise bei der Abgas-Sonderuntersuchung zum TÜV müssen, zu den anderen Untersuchungsorganisationen müssen, um diese Fahrzeuge ebenfalls sauberer zu kriegen. Auch das wird eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in den nächsten Monaten sein, die aber eben nur auf europäischer Ebene geregelt werden können. Für uns ist im Zusammenhang mit dem VW-Skandal eines besonders wichtig. Es wurde nicht nur schnell, konsequent und zielgerichtet gearbeitet, sondern es wurde vor allem für die Verbraucher kostenneutral das Vertrauen wiederhergestellt, was zwingend notwendig ist. Denn eines ist eine Tatsache: Es werden nach wie vor in Deutschland erstklassige Autos gebaut, und wir werden nicht zulassen, dass sie eine ganze Branche in Verruf bringen. Darum war es so wichtig, jetzt zu handeln und ohne auf Kosten der Verbraucher diese Folgen des VW-Skandals in Ordnung zu bringen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir möchten, dass weiterhin deutsche Ingenieure in deutschen Automobilfirmen gute Autos bauen. Und bei all den Debatten, die wir jetzt in den kommenden Wochen und Monaten führen werden, dürfen wir eines nicht vergessen. Das, was bisher an Umwelterrungenschaften im Bereich der Automobilindustrie geleistet worden ist, kam zu einem ganz maßgeblichen Teil aus deutschen Automobilunternehmen, von deutschen Ingenieuren entwickelt. Wenn jetzt hier so getan wird, als seien das alles Verbrecher, wenn jetzt hier so getan wird, als seien das die größten Luftverpester, wenn jetzt das hier so getan wird, als sei das eine Industrie von gestern, will ich Ihnen ausdrücklich widersprechen. Wir haben größtes Vertrauen in die deutsche Automobilindustrie. Wir sind sicher, dass auch künftig unsere Ingenieure einen Beitrag dazu leisten werden, dass Automobile nicht nur in Deutschland, sondern weltweit immer sauberer werden und damit einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Luft in unseren Städten besser wird. Denn es ist falsch, Herr Krischer, was Sie gesagt haben, dass in den letzten 20 Jahren die Luft immer schlechter geworden ist. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Luft ist deutlich besser geworden. Eine letzte Bemerkung, die mir auch ganz besonders wichtig ist. Wir werden nicht zulassen, dass Sie diesen Untersuchungsausschuss zu einem Tribunal gegen eine ganze Branche, die für Deutschland von immenser Bedeutung und Wichtigkeit ist, umfunktionieren. Wir sind an Aufklärung interessiert, aber wir sind nicht am politischen Kampf gegen die Automobilindustrie in Deutschland interessiert. Und darum freuen wir uns auf die Diskussion in den kommenden Monaten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Oliver Krischer um eine Kurzintervention gebeten.